Herzlich willkommen bei Kammerjägerprofi, mein Name ist Manni. Ja, der Frühling hat ja, wie vorhin schon gesagt, in einem anderen Video eine kurze Pause eingelegt. Viele nutzen auch die Zeit, dass sie ihren Gartenbedarf vordermann bringen. Es gibt auch mehrere Gartenvideos von uns, gerade mit Mäuse im Gartenhaus und so weiter. Was auch sehr, sehr wichtig ist, der Komposthaufen, grundsätzlich keine Essensreste drauf lagern bzw. draufschmeißen, keine organischen Sachen in der Hinsicht, wie jetzt irgendwelche Tiernahrungssachen oder so mit draufschmeißen. Das ist ganz, ganz schlecht, weil dann lockst du dir ganz massiv Mäuse und Ratten an und darüber hinaus hast du natürlich nicht nur Mäuse und Ratten, sondern auch sehr, sehr viel Fliegen und andere Insekten da. Und vor allem dann, wenn der Misthaufen oder der Komposthaufen nicht weit weg ist von deinem Haus, dann hast du natürlich eine mittelbare Gefahr, dass natürlich irgendwelche Tiere oder Insekten auch in dein Haus reinkommen. Also grundsätzlich bitte keine Essensreste auf den Komposthaufen werfen. Wie gesagt, du lockst dir hier Mäuse und Ratten an und vor allem auch Fliegen und andere Insekten, was du dir anlockst, auch Wespen zum Beispiel kannst du mit anlocken. Mach das bitte nicht. In den meisten Kommunen, Landkreisen gibt es tatsächlich eine Speiserestetonne. Gib deine Speisereste da rein und bitte auch nicht ins Klo kippen, weil in der Kanalisation sind grundsätzlich immer Ratten. Und als Stichwort immer, was ganz wichtig ist, umso mehr Nahrungspotenzial die Tiere kriegen, umso höher ist natürlich auch die Vermehrungsrate bei diesen Tieren. Ja, Komposthaufen nochmal zurück, bitte nur Gartenabfälle, Rasen und so weiter drauf kompostieren. Und sonst im Prinzip nichts. Dann hast du hier auch kein Problem mit irgendwelchen Tiere, Insekten oder auch Nagetieren. Ja, falls du dazu Fragen hast, schreib mir gerne in unseren WhatsApp-Support, Facebook Messenger. Ich freue mich von dir zu hören. Bis dann, danke, ciao, euer Manni. Schon wieder die von Kammerjäger Profi. Hilfe!